Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier in Thüringen. Auf Felsfeld wird jetzt die Gärreste ausgebracht. Schon alle. Und der fährt jetzt selbstständig auch wiederholen. Also, wenn das so klappt, wie es klappen soll, ne? Wir werden auf diesen Modus 30 bis um. Er steckt den Verkehr fest. Tja, Anhänger. Wer hätte hier wieder geparkt? Ah, nee. LKW. Schnell. So, schnell den Holzwagen wegfahren. Mensch, Junge, da ist ja wieder mal. Das soll ich nicht machen, aber Straße stehen lassen, ne? Ah, nee. Jetzt aber schnell. Unten ist dunkel wie, naja, wisst ja wie, ne? Wie schön heißt. Wer kennt den Spruch? Beginnt mit Bär und hört auf mit AA. Ah. Ich kenne ihn jedenfalls, also ich sag dich jetzt nicht, ne? Nur aus Prinzip, ne? Nur. Deute nur an. Mit dem Bär. Warum man. Ich weiß gar nicht, wo der herkommt, aber keine Ahnung. Ich weiß, den Spruch kenne ich so. So, da sind wir ja schon. Ja, ja. Hier war ja was. Hier war ja die Kuhweide. Beide uns über den Haufen gefahren, also jetzt aus. Nun lass den stehen. Ich kann so schnell nicht drehen. Er hält auch nicht an, der Bursche. Gut, ich stelle mir gleich mal hin beim Holz. Holz fahren wir jetzt aber nicht, das ist dunkel und sehe ja so nichts. So. Ist ja Wahnsinn. Ah, ist das dunkel. Wenn der Weg nicht wäre, würde ich nicht zurückfinden. Ist ja Wahnsinn. Ja, aber wird bald hell werden, ne? Ist ja schon halb sechs. Ja, halb sechs. Dann haben wir auch früh schon wieder voll auf Arbeit. Um halb sechs. Ja, morgen ist Montag. Alles halb so wild. Ein bisschen höher machen, sehe ja gar nichts. So. Wie Blocking, wie schwer Blocking. Ach, herrje. Jetzt habe ich die Straße verbaut. Ach, du dicke Neune. Ich habe die Straße. Kommt dann das? Das muss ich erstmal korrigieren. Also, oh, nee. Ich muss ja hier die Straße wieder herrichten. Das geht ja so nicht. Licht ist gut. So, ach, das ist gut. Straße weg. Ah ja, das ist ja unser Profi beim Terraforming, ne? So, mal gucken mal. Nee, das geht nicht. Geht dahin, drehen,
Wenn man die Straße wegnimmt. Ja, das ist die Weide natürlich, ne? Die Straße wieder herrichten, Junge, das geht doch nicht. Ist die Straße weg. Also hier muss man klein arbeiten, damit nicht so viel. Jamu. Muss ich mal auf Geschwindigkeit runtergehen, ne? Gibt's doch gar nicht. Das ist auch gut. Also halt noch nicht gehabt. Ups. Da wollten nicht tiefer gehen. Hier, Straße tiefer. Das Zebra geht ein bisschen langsam. Das kann hier warum? Und schon mal die Straße weg, ne? Ja, das ist natürlich nicht gut. Weil wir wollen ja hier die Straße nachher nutzen. Das ist eine der Hauptverkehrsstraßen. Auch wenn wir nur die eine Richtung aktuell brauchen, müssen doch beide Richtungen frei sein, ne? Ah, das wird schon passen so. Ich glaube, mit der Ecke können wir klarkommen. Ja, ansonsten geht so, ne? Straße ist frei. Mal sehen, später mal ein bisschen angleichen. Ja, das ist natürlich ein bisschen un. Ja, Wolle haben wir keine. Na gut, so, also hier Rachen lauert jetzt, ne? Was gleich mitfahren, ne? Und das ist ein schöner Traktor, der hat da viel Kraft, der hat Power, ne? Der hat die Reserven für weg anfahren und so, ne? Da kann er mal richtig schnell fahren, wenn es sein muss, und da sind 63. Von daher ist so ideal für sowas gedacht, Marschen holen vielleicht, ne? Gäres zu holen, ne? Ideal. Sonst muss man ein extra Fahrzeug nehmen, um die Gäres zu holen. Hinfahren. Wäre wieder ein bisschen umständlicher. Und dann die Felder in der Nähe können wir schon entsprechend so übernehmen wie jetzt, ne? Dass die Pumptemperatur nun gleich steigt. Jetzt können wir mal gleich auf 1 gehen, weil wir müssen ja die Wetter so nehmen, wie es ist. Ne? Jetzt fährt er zurück zur Position, die er vorher war. Die hat er sich gemerkt normalerweise. Und dann wird er seine Arbeit entsprechend da weiterhin fortsetzen. Denn wir müssen ja hier sehen, dass wir die Gärreste ist ja nun mal der ideale Dünger für uns, der ist ja kostenlos. Ne?
Die BGH muss ja auch ein bisschen los sein normalerweise. 17er war das so, dass sie die Arbeit eingestellt hat. Und klar, wenn Dings voll ist, ne, dann ist vorbei. Und jetzt fährt er dahin, wo er vorher war. Und brauche hier auch ein bisschen Leistung, weil er jetzt mit 34.000 Liter ist schon ganz schön Gewicht drin, ne? Also 46 Tonnen ist schon total, ne? Gesamt ist schon gewaltig. Das ist ja auch die drei Achsen, ne? Den Bodendruck möglichst zu reduzieren, ne? Breite Reifen völlig. Jetzt geht er auf den Kurs, der vorher war, und jetzt kann man genau sehen, hier wo er im Prinzip da wo er steht, hat er aufgehört, vor alle. Jetzt geht er wieder in eine Arbeitsbreite hin, fährt alleine aus. Und jetzt macht er die Mission halt fertig, ne? Und dauert, ja, die Zeit kann man der jetzt nicht so genau nehmen, weil im Prinzip das so nicht stimmt, ne? Weil er wieder losfahren muss und holen. Und wenn jetzt so im Wege steht, wo der Gelände geändert wurde, ja, das ist natürlich ungünstig, ne? So, und sobald hier Feld 12 fertig ist, geht auf Feld Nummer 60. Überlegt, ob ich da schon vorher gruppern werde. Das könnte man ja machen, ne? Das werde ich jetzt alleine können und muss schnell weggehen. Sonst hauen wir uns hier die Dinger um die Ohren. Ja, das ist hier die moderne Methode, ne? Wird nicht gespritzt, ne? Bei kleinen Feldern kann man natürlich auch spritzen. Also die Gülle im Prinzip so rausfahren, alles verdorrt. Oh. Also die Ränder sind nicht vom Bauern gemacht worden, ne? Herr Reinhold Meyer war das gewesen, ne? Hat sie mir noch nicht vorgestellt. Wir haben die letzten Silage hinfahren, hat letzte. Irgendwas von dem Silo. Endlich können wir gucken, ne? Ja. Dann werden wir da gleich die erste Milch verkaufen. So, haben wir gleich wieder Geld ausgegeben für Sachen, die nicht geplant waren, ne? So. Dann müssen wir noch Kühe holen normalerweise. Ja. Aber Kühe holen wäre ein Stichwort, ne? Dass wir noch ein paar Kühe hinzuholen für die 180.000, die wir noch haben. Machen, ne? Denn 105 Kühe auf Dauer sind wenig und die Kälber werden auch eine Weile brauchen dafür, ne? Leider. Bums. Da so stehen. Können wir gleich im einen Zug die anderen Kühe verkaufen, unsere Mastbullen, ne? Die sind jetzt von 7 Kilo schwer. Müsste eigentlich noch mal was reichen, also geht's noch schwerer. Alt ist, mal gucken. Also viel schwerer gehen die glaube ich nicht. Oh doch, die haben noch zugelegt. Oh. Was ist hier los? Stau, Futter. 114. Wir haben Kälber gekriegt. 1, 2, 3, 4, 5. Wer will zählen? Also 1, 2, 3. Da muss ich anders zählen. 1, 2, 3, 4, 8. Wird noch mehr sein normalerweise. Das sind 14. Und sind keine.
Da kommt noch mehr. Gut. Ne, da wollte ich jetzt mal warten. Die können noch einen Tag stehen bleiben. Weil die sind ja jetzt in Anführungszeichen haben noch Futter für einen Tag. Die 5. Jetzt 0,1 Jahre alt. Und die anderen sind 0,2. Das sind aber Milchkühe. Und am anderen Stall kam noch wieder hierzu. Oh, da haben wir einen männlichen bei. Ein männlich. Nee, eins. Ja. Wir haben. Ey, so kann ich nicht gucken. Ein männlichen, zwei männliche Tiere. Oh, das ist gut. Zwei männliche Kälber. Unsere Rinderzucht kann schon mal laufen, ne? Und das ist ja nicht eine Rinderzucht, ne? Also. Ein Stall voller Kühe, einen fleißigen Besamer oder ein, zwei Bullen, ne? Und schon läuft die Sache. So, den Hänger stellen wir mal in die Richtung Garage. Oh, der arbeitet, der ist gut. Eine Arbeit wenigstens, ne? Jetzt klappt das wenigstens, ne? So, den fahren wir jetzt mal unter Stellung. Dann werden wir im Prinzip nachher noch Kühe holen. Weil ich bin noch nicht zufrieden mit der Menge. Hier ist Platz. Dann können wir nämlich mit der Aussaat beginnen. Aber erstmal Gruppe. So, und nicht, weil das heute schon so warm ist, der Boden, weil es so warm ist. Ich dachte erst morgen. So. Wo waren schon Kühe? Junge Rinder. Den fahren wir auch weg. Auch rein. Ne? Gut, der hätte auch reinfahren können. Ne? Aber gut, das nächste Mal. Könnt ihr alle verkaufen? Obwohl, warten wir, ne? Nach links höchstens. So, liebe Schauer, das soll's für heute gewesen sein. Soll's, ne? Genau. Ich danke fürs Zuschauen. Wir haben den zweiten Tag Frühling angefangen. Nicht fertig, aber die ersten oder nächsten Kälber sind da. Wir räumen gerade den Anhänger weg, der nicht im Wege steht. Und dann geht es gleich weiter. Da kaufen nochmal 24 Rinder. So, immer noch Tschüss und Winke-Winke. Ciao, ciao. Nochmal schönen Dank fürs Reinschauen. Würde mich jeden freuen über jeden Kommentar, Like oder dergleichen. Auch ein Danke dafür. Wer es machen möchte, kann es gern tun. Und wer es nicht macht, macht es nicht. Auch okay. Dann nochmal Tschüss und ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.